Und wieder eine Woche mit schrecklichen Nachrichten aus der missglückten Missbrauchsaufklärung unserer Kirche. Ja, es raubt einem die Sprache, wie viele Priester so viele Kinder sexuell missbraucht haben. Die abscheulichen Verbrechen können einen nur traurig und wütend machen. Aber wir können uns auch nicht hinter selbstgerechter Heuchelei verstecken und sagen, wir sind die Guten, denn wir sind Kirche, nicht nur die da oben. Unsere Eltern, Großeltern, für die die Kirche als frohe Botschaft Christi das große Heilige war, hätten das Ausmaß dessen, was nun klar wurde, niemals für möglich gehalten. Die Geistlichen waren doch das große Vorbild für Sitte, Moral, Anstand, Disziplin, Verantwortung und Rechtschaffenheit. Sie waren unantastbar. Ja, Gemunkel gab es wohl immer schon. Manche waren bekannt als tragische Gestalten, als Trinker, Choleriker, Schläger oder Depressive. Aber man wusste zu trennen zwischen der persönlichen Sündhaftigkeit und dem, was jemand als Mann Gottes darstellte und so in einer Art zweiten Persönlichkeit nicht bloß Rolle verkörperte, die Sehnsucht nach dem Ewigen. Nun aber stürzen die schrecklichen Verbrechen derart vieler Vertreter des Evangeliums den gesamten Körper Kirche in den Abgrund. Zumindest in aufklärungsstarken Gegenden, wo die mediale Öffentlichkeit mächtig ist. Da hilft es nicht, darauf zu verweisen, dass es doch nur eine sehr kleine Minderheit krimineller Seelsorger sei, die das Vertrauen schwer beschädigt. Wir alle müssen endlich auch im Religiösen anerkennen, dass die Kirche ein weltlich Ding ist in jedem, was sie darstellt und macht. Ob als Immobilienbesitzer oder Sozialkonzern, ob als liturgisch-spirituelle Gemeinschaft oder im geistlichen Amt. Aber ist solches Bewusstsein schlimm? Nein, es befreit die Einsicht zum Realismus, was wir in der Nachfolge Christi alle sind, Weltkinder, Gotteskinder und Sünder. Nur so sind wir Kirche, nicht eine imaginäre Institution, die an Amtsträger zu delegieren wäre. Wir sind es, die sich auf der Spur Gottes mühen, seinem Ruf zu folgen und die dabei den guten Ruf wie den schlechten Ruf produzieren, der uns in der Gesellschaft anhaftet. Daher ist es sehr bitter, wenn wir als Glaubens- und Verantwortungsgemeinschaft in Selbstdemontage ein Gegenbild zur Apostelgeschichte abgeben. Seht, wie sie einander hassen. Kann es Vergebung geben? Barmherzigkeit? Niemals, indem man sich nur entschuldigt. Es gibt nur einen Weg: Umkehr, Sündenbekenntnis, Reue, Buße und guten Vorsatz. Vielleicht haben wir das als unzeitgemäß zu lange verdrängt, unten wie oben. Wir sind Sünder, wir alle. Trotzdem geben wir die Hoffnung nicht auf. Ob das Christentum, ob die Kirche damit eine Zukunft hat? Es geht um mehr. Es geht um Gott, um Gottes Ruf. Es ist unsere Sache und nicht nur unsere. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag aus Gran Canaria. Ausschluss. Amen.